Im Survival-Abenteuer Valheim muss man viele Spielmechaniken selbst herausfinden, denn meistens wird nur das Nötigste erklärt. Vieles im Spiel wirkt auf den ersten Blick zudem recht simpel, aber oft steckt mehr dahinter, als man zunächst erwartet. Daher haben wir einige Tipps und Tricks für Wikinger zusammengefasst, die sich vorrangig in den ersten beiden Gebieten aufhalten. In Valheim müssen reichlich Bäume gefällt werden und idealerweise versucht man, dass ein umstürzender Baum gleich andere Bäume beschädigt oder mitreißt. Alternativ kann man auch Trolle für das Holzfällen zwangsverpflichten. Edelholz bekommt man übrigens von Birken und Eichen. Um diese Bäume fällen zu können, benötigt man aber eine Bronzeaxt. Eine praktische Holzquelle, auch von besseren Holzarten, sind verlassene Hütten, die sich in Windeseile zerlegen lassen, indem man dort eine Werkbank platziert und dann alles mit der dritten Maustaste abreißt. Mit der linken STRG-Taste kann man in den Stealth-Modus wechseln und sich leiser bewegen. Abgesehen davon, dass man sich vor aufgescheuchten Gegnern verstecken kann, ist es auch möglich, sich an Ziele und sogar Hirsche heranzuschleichen, um sie im Nahkampf zu attackieren. Attacken von hinten richten generell mehr Schaden an. Trägt man zudem die 4 Set-Teile aus Trollleder, bekommt man noch einen Stealth-Bonus. Welche Auswirkungen die positiven oder negativen Effekte wie ruhend, hinterhältig, ausgeruht, nass und so weiter auf den Wikinger haben, kann man im Charaktermenü nachlesen, wenn man auf das Rabensymbol klickt. Unter aktive Effekte werden alle Details aufgeführt. Auch die Tutorial-Texte des Raben sind dort aufgelistet. Das Icon neben dem Raben-Button zeigt eine Liste mit allen Fertigkeiten. Wenn man den Mauszeiger längere Zeit über einem Skill verweilen lässt, wird eine Beschreibung der jeweiligen Fähigkeit angezeigt. Der Hausbau in Valheim ist eine Kunst für sich. Das dynamische System erlaubt viel Freiraum, aber wichtig ist, dass es Elemente gibt, die als Fundament fungieren. Diese werden beim Bau in Blau markiert. Platziert man dann weitere Gebäudeteile, verrät der Farbcode, wie stabil die Konstruktion ist. Grün ist in Ordnung, Orange könnte problematisch sein und wenn es leuchtend rot wird, bricht das platzierte Teil ab. Es müsste dann besser stabilisiert werden oder eine nähere Verbindung zu einem blauen Teil haben. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass die Bauelemente bei der Platzierung aneinander haften, was etwas Fingerspitzengefühl erfordert. Apropos Hausbau. Betten in Häusern benötigen eine Feuerstelle und diese Feuerstelle erfordert einen Rauchabzug. Wenn der Rauch nicht abziehen kann, bildet sich giftiges Gas im Haus. Eine kleine Ausbuchtung in der Hütte für das Feuer plus Schornstein bietet sich an. Den Komfort, den man mit mehr Inneneinrichtungsteilen steigern kann, wirkt sich übrigens auf die Dauer des Ausgeruht-Buffs nach dem Schlafen aus. Objekte, die man in der Landschaft platziert, zum Beispiel ein Holzstapel zur Lagerung oder Wege auf Palisaden, werden mit der Zeit beschädigt. Als Schutzmaßnahme reicht es aus, ein Holzdach darüber zu bauen. Das Dach erleidet praktischerweise keinen Schaden durch die Witterung. Die Reparatur von Gegenständen kostet keine Ressourcen. Man muss Waffen, Werkzeuge, Rüstungen und Co. jedoch an den richtigen Werkbänken reparieren. Das etwas unscheinbare Hammer-Symbol links neben der Crafting-Liste ist der passende Knopf. Um Kohlemeiler und Schmelzofen in Betrieb nehmen zu können und damit den Übergang zur Bronzezeit zu schaffen, benötigt man Surtling-Kerne, die sich vorrangig in den Grabkammern im Schwarzwald befinden. In den Grabkammern findet man oft noch Wertsachen und meistens Skelette. Skelette, die in der offenen Welt herumlungern, deuten oftmals auf eine Grabkammer in der Nähe hin. Bronze erstellt man aus Kupfererz und Zinnerz. Kupfererz findet man in größeren Vorkommen im Schwarzwald. Zinnerz ist in Wassernähe in kleineren Vorkommen zu finden. Beide Erze können erst mit der Geweihspitzhacke abgebaut werden, die man aus dem Geweih des ersten Bosses herstellen kann. Den Boss beschwört man mit 2 Hirschtrophäen am entsprechenden Altar. Irgendwo in der prozedural generierten Welt kann man den Händler Haldor finden. Seine Position ist aber gar nicht so einfach auszumachen, abgesehen davon, dass er sich immer im Biom Schwarzwald aufhalten wird. Am besten schippert man mit einem Schiff um die Insel und wenn man nahe genug an ihm vorbeikommt, erscheint ein kleines Säckchen auf der Karte. Bei Haldor kann man mit Münzen Angelausrüstung, einen Helm mit eingebauter Taschenlampe und ein Schmuckstück erwerben, das die Tragekapazität auf 450 erhöht. Außerdem könnt ihr bei ihm die sonst unnützen Rubine, Bernsteine, Bernsteinperlen und Halsketten verkaufen, was wiederum Münzen einbringt. Wildschweine sind eine praktische Quelle für Fleisch- und Lederüberreste. Man kann sie in ein Gehege oder in einen Pferg sperren und sobald dort 2 Wildschweine untergebracht sind, wird Nachwuchs produziert, sofern man sie mit Futter wie Pilzen oder Karotten versorgt. Die Wildschweine muss man jedoch erst in den Pferg locken, was sich als zeitraubende Aufgabe entpuppt, vor allem wenn die Laufwege weit sind.
Ein zweigeteilter Pferch für zwei Wildschweine zu Beginn ist eine gute Idee, damit das erste Schwein nicht fliehen kann, wenn man das zweite Schwein einbaut. Später kann man die Trennwand dann natürlich entfernen. Eine praktische und unendliche Nahrungsquelle ist Honig aus Bienenstöcken. Sobald man in der Natur eine Bienenkönigin in einem Bienenstock gefunden hat, lassen sich selbst Bienenstöcke errichten. Diese findet man meist in Ruinen von Häusern und schaltet sie am besten zunächst aus der Ferne aus. Um die extremen Weiten in der Spielwelt schnell überwinden zu können, lohnt der Bau von Portalen, was ebenfalls Surtlingkerne benötigt. Welches Portal von wo nach wo führt, ist allein von der Namensgebung des Portals abhängig. Im Ozean findet man immer wieder kleine Inseln, die alle ziemlich ähnlich aussehen. Das sind im Prinzip große Schildkrötenpanzer mit besonderen Erzvorkommen auf dem Rücken. Sobald man das Erz abbaut, wird das Tier wild und leitet den Abtauchvorgang ein. Da der Erzabbau natürlich Stamina kostet und Schwimmen ebenfalls die Hauptressource verbraucht, sollte man das Schiff möglichst nah an der Insel parken, natürlich mit der Leiter zur Insel hin. Mit dem Chitin, das dort gefunden wird, kann man ein Messer und eine wirklich praktische Harpune herstellen. Oftmals kommt man zu schnell an das Tragelimit des Wikingers. Mit dem Holzkarren lässt sich aber deutlich mehr Zeug befördern, die Bewegung durch unwegsames Gelände kann allerdings ziemlich holprig sein. Hier ist es hilfreich, wenn der Wagenzieher den PvP-Modus im Menü aktiviert und von einem anderen Spieler mit Harpune sanft gezogen wird. Sobald man im Bronzezeitalter angekommen ist, kann man mit dem Kultivator oder Grabber den Boden auflockern und dort Samen pflanzen, zum Beispiel von Karotten oder auch von Bäumen. Diese lassen sich nach einiger Zeit ernten, wobei Bäume mehr Platz brauchen. Die Karte ist ein wichtiges Hilfsmittel. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen werden wichtige Orte nämlich nicht automatisch dort markiert, außer man findet einen Runenstein, der die Position des nächsten Bossaltars verzeichnet. Es können aber selbst Markierungen auf der Karte platziert werden. Rechts unten gibt es mehrere Symbole, die sich mit einem Doppelklick auf der Karte platzieren lassen. Auch eine Beschreibung kann eingetippt werden. So lassen sich Dungeon-Eingänge, Ressourcenvorkommen, Häuser und so weiter markieren. Braucht man sie nicht mehr, kann man sie mit einem linken Mausklick durchstreichen oder mit der rechten Maustaste ganz entfernen. Apropos Beschriftungen. Mit etwas Holz und Kohle können Schilder erstellt werden, die in der Nähe von Kisten platziert werden können und bei der Organisation des eigenen Lagers helfen. Nach dem Grasland, dem Schwarzwald und dem Ozean wird man dem Gebirge einen Besuch abstatten. Um dort nicht zu erfrieren, kann man zum Beispiel Frostresistenzessen aus dem Fermentierer verputzen oder Kleidungsstücke aus Wolfspelz tragen. Ein Lagerfeuer hilft ebenfalls.